Das Lied in mir ist die Geschichte einer jungen Frau, einer Deutschen, einer Schwimmerin, die auf dem Weg nach Santiago de Chile am Flughafen von Buenos Aires im Transitbereich ein Kinderlied hört auf Spanisch und es wiedererkennt, obwohl sie gar kein Spanisch spricht. Und die dann im Laufe des Films in Buenos Aires dahinter kommt, dass sie aus diesem Land kommt, dass sie dort geboren wurde und dass sie mit einem Verbrechen etwas zu tun hat, von dem sie gar nichts mehr weiß. Ich habe über ein Jahr, 2006 und 2008, in Buenos Aires, größtenteils mit der Drehbuchautorin, recherchiert. Das heißt eigentlich gelebt und in den Kreisen gelebt oder Kontakt aufgenommen mit den Kreisen, die uns interessiert haben. Alles spielt im 2010, aber alles das, was geschichtlich in den 70ern passiert ist und was bis heute ganz große Teile der Gesellschaft eigentlich prägt und somit unseren Film auch prägt, versucht erstmal zu verstehen und das eigentlich letztendlich im Drehbuch dramaturgisch so zu verdichten, dass wir einen Konflikt haben, wo es irgendwann explodiert. Und dann kam auf einer dieser Reisen Matthias mit nach Buenos Aires. Ich habe mich mit Florian dann eigentlich erstmal sehr auf der dramaturgischen Ebene auseinandergesetzt. Wir haben sehr, sehr viel über das Drehbuch gesprochen, auch über die ersten Ideen, auch über die ganze Vorgeschichte, weil eigentlich sehr früh für uns beide klar war, dass nicht das, was im Bild zu sehen ist, das Wichtigste ist, sondern wirklich, was zwischen den Zeilen steht. Ein ganz früher Gedanke, lustigerweise erinnere ich mich gerade daran, war auch zu sagen, wenn Maria die Stadt das erste Mal wirklich für sich auch entdeckt oder überhaupt erlebt erstmal, dass zum Beispiel die Fenster alle sehr dunkel sein sollen, sie eigentlich noch nicht so richtig in die Stadt hineingucken kann, dass erstmal alles sehr wie eine Oberfläche eigentlich sind und sie, je mehr sie eigentlich auch in der Stadt auch Zeit verbringt, auch tiefer in die Räume hineingucken kann und auch tiefer in die Personen hineingucken kann, dass man dafür eine Umsetzung findet. Und so haben wir uns Stück für Stück eben sozusagen aus der Übersetzung der dramaturgischen Charaktereigenschaften in die bildlichen Charaktereigenschaften reingearbeitet. Was für mich sicherlich auch eine neue Herausforderung, nicht unbedingt eine Schwierigkeit, weil es hat auch viel Potenzial in sich gehabt, mit einer Crew zu drehen, also gerade mit einer technischen Crew, die nicht durchweg komplett erfahren war und nicht durchweg total professionell arbeiten konnte. Das waren zum Beispiel in der Lichtabteilung drei Filmstudenten aus Buenos Aires, die Oberbeleuchter und zwei Beleuchter gestellt haben. Und dadurch war natürlich auch ein gewisses Maß, durchaus großes Maß an Improvisation gefordert. Aber das hat dann für viele Sachen eben dann auch wieder Energien freigesetzt, wirklich mal ganz anders zu denken. Und eben nicht in den eingefahrenen Bahnen. Man hat Probleme schon mal so gelöst, das geht jetzt aber nicht, weil man eben gar nicht die Manpower oder auch die technische Unterstützung da hat, einfach, sondern einfach mal Probleme ganz neu zu lösen. Der Moment, wenn die Tante rauskommt, war klar, dass ab dem Zeitpunkt, wo die loslegt, also wo sie sie wirklich erkennt, dass der erste Take der beste sein würde. Da musste alles stimmen und es war abgesperrt und die ganzen Häuser waren zu, es waren keine Leute, die waren im Urlaub, es war Ruhe, es war alles perfekt, Technik nochmal gecheckt, die Rolle stimmt, der Ton. Freunde, den können wir nicht nochmal machen, der muss stimmen. Und wir fangen an zu drehen und die Beatrice Belsini, die Tante, fängt an, sie wirklich zu erkennen und fängt an, erst zu schluchzen und dann zu weinen. Und in dem Moment hört hinter, im Nachbarhaus, hinter einer runtergelassenen Jalousie und Rollläden, ein Hund dieses Wimmern und dreht halt durch. Fängt an, wie wild zu laut. Den Hund hört der Hund XY weiter drüben, den hört den. Und plötzlich war ein Meer von Hunden, die angefangen hat, weil die da ein Mensch geweint hat oder die sind da irgendwie. Und der Tonmeister drehte sich um und meinte, so geht gar nicht, war überhaupt nicht drauf eingestellt, nichts gepegelt. Nee, wir drehen weiter. Schauspieler haben zum Glück nichts gemerkt. Der Take ist so im Film. Die Hunde steuern über, die klippen so ein bisschen, das ist technisch nicht ganz sauber. Aber die Hunde haben dazu beigetragen, dass das ist ja eine Szene, wo diese unglaublichen Gefühle von dieser Frau auf Maria einbrechen und sie intellektuell und vom Kopf her weiß, dass das wahrscheinlich jemand ist, der mit ihr verwandt ist, aber es ist eine fremde Frau, der sie diese Gefühle überhaupt nicht in keinster Form so zurück sagen kann. Schlimmste, wenn jemand zu dir sagt, ich liebe dich und du kannst es nicht zurücksagen. Und diese Hunde bringen also so was Würgendes in die Szene, dass einerseits ist es wahnsinnig wunderschön, was da passiert und gleichzeitig ist es ganz beklemmend.
ein guter Regisseur, der macht genau das, was du nämlich gemacht hast. Der hat eine Vision und verfolgt die beharrlich und aber gleichwohl freundlich auch. und nimmt sich auch Zeit, Dinge sich sagen zu lassen oder auch aufzunehmen und drüber nachzudenken. Und ich empfand eigentlich die Zusammenarbeit, wir haben sehr viel gesprochen, sehr lange E-Mails geschrieben, sehr viel, also viel mehr, als ich jetzt sonst auch erlebt habe irgendwie. Aber dadurch ist auch wirklich was entstanden. Also ganz oft ist es ja auch so, wenn ich dann irgendwas gemacht habe, dann denke ich, ah, das ist es. Ja? Und dann will man natürlich nicht hören von jemand irgendwie, ja, da könnte noch ein bisschen irgendwie. Und das ist halt so ein, im besten Fall ist es wie Tischtennis, wo man sich so die Bälle hin und her spielt. Jetzt in der Zusammenarbeit mit den Gewerken, jenseits der technischen Perfektion, was ich so ein bisschen voraussetze, dass die Kostümbildnerin und der Kameramann und der Musiker ihre Handwerke beherrschen, die sie benutzen und ein Repertoire haben, was uns möglichst viel Fantasie erlaubt. Das setze ich voraus. Aber viel spannender finde ich, jenseits auch noch der Geschichte und des Plots, dass man emotional eigentlich eine gemeinsame Sprache entwickelt. Und dass man über die Gespräche vorher, manchmal auch nachher, manchmal auch währenddessen, es schafft, eine ähnliche emotionale Vision oder Blickwinkel auf das, was wir da erzählen. Weil dann, wie Matthias sagte, kann nichts schiefgehen. Dann kann sogar, wenn der Satz falsch ausgesprochen wurde, der Schauspieler sich irgendwo einfach mal schlecht spielt, ich es nicht merke, dann noch ein Mikrofon mit drin hängt und alles ist uns falsch belichtet. Wenn es emotional stimmt in der Szene, werden wir im Schnitt eine Möglichkeit finden, die Szene zu erzählen.